Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu der letzten Ausstrahlung von Teleblocher von der Ostern. Ist ja für uns immer eine Traditionssendung. Wir sind wieder vom Osterstrauß, der, glaube ich, Ihre Frau aufstellt, ja, oder? Ja, das macht Sinn. Ja. Ist nicht Ihr Job, oder? Nein. Das ist natürlich wieder ein Denken an der Ostern. Aha. Ah, ist das eine Woche früher, da steht das schon da. Eben, das ist ja also ich habe auch Freude, aber ich kann es nicht freuen. Eben, genau, vor einem Jahr sind Sie aufstellen. Ja am Karfreitag, glaube ich, in der Kirche gesessen, allein. Oder? Dass ja, genau. Die ja. Leute, die die Sendung ja. immer schauen, dass man es thematisch hinein. Ja, genau, kann man selber, ja. Also, der Osterfrieden ist ein bisschen gestört worden, sagen wir nachher. Stichwort Freisinger, Stichwort Mörgeli, über das reden wir ganz kurz. Aber gleich noch etwas ganz Erfreuliches. Die Süddeutsche Zeitung, die zweitgrößte Tageszeitung in Deutschland, gehört glaube ich nicht rein, muss man sagen, oder? Hat diese Woche eine ganze Seite oder drei Viertelseite über Teleblocher geschrieben, oder? Am Stammtisch. Sechs Fotos von Ihnen haben Sie glaube ich auch noch nie erlebt in Deutschland, oder? Nein. Und erst noch keine grusige. Ja, sehr schöne Fotos. Und man muss sagen, eigentlich ein guter Bericht über unsere Sendung. Haben wir in der Schweiz auch noch nie erlebt, oder? Das ist interessant. Das war bei der letzten Sendung. Sind wir in der Blümlis Alp oben gewesen, da in der Wirtschaft. Und der ist hier in die Wirtschaft hier und hat das gesehen. Und der war sehr beeindruckt, wie in der Schweiz man an so einem Ort eine Fernsehsendung macht, in den Blocher, die er kennt hat, aber hat nicht gewusst, wie es gemacht wird. Und dann hat er den Artikel geschrieben. Ich muss also selber sagen, also ein Schweizer hat das nicht so gut geschrieben. Haben wir nie gelesen in der Schweiz? Nein, der hätte nicht dürfen, ja. Weil er gesagt hat, du musst etwas negativ schreiben, oder? Aber vielleicht ist das der Prophet nichts im eigenen Land. Ja. Und der ist jetzt als Deutschland und die Zeitung kommt ja aus Bayern, also das ist jetzt Bayern gemacht, oder? Und ja, wenigstens haben die das gemerkt, dass das nicht so eine schlimme Sache ist. Also, dass das eine anständige Sendung ist. Die Handelszeitung hat nachher natürlich auch kontert auf ihrer Seite. Typisch. Gesagt, eine gefährliche Sendung. Ja. Die Süddeutsche hat sich von Ihnen über den Tisch ziehen lassen. Ja, ganz gefährlich, oder? Die hat gesagt, eine ganz gefährliche Sendung, die Teleblocher. Also, dabei kann es ja jeder schauen, der merkt, ob es gefährlich ist. Die merken nicht die Journalisten, dass die Leute die Augen haben und können beurteilen. Die können doch die Sendung anschauen. Und die können selber beurteilen, ob das so gefährlich ist. Nehmen wir jetzt ein Wunder, was da dran so gefährlich sollte sein. Eben, da kann man sich noch hinterfragen. Also wie gesagt, stolz in eigener Sache darf auch mal sein, in der wichtigsten Medienseite, auf der wichtigsten Medienseite von der Süddeutschen Zeitung, diese Woche einen grossen Artikel über Teleblocher. Anderes Thema, wir haben es angesprochen, eben der Osterfrieden, wie sieht es bei Ihnen aus? Eben, Schlagzeilen hat es jetzt gegeben, Freisinger im Wallis mit dieser Fahne, auf der anderen Seite der Fall Mörgeli, gestern in der Rundschau, hat das Ihnen jetzt ein bisschen Bauchweh gemacht? Nein. Ich bin so lange in der Mitte, die haben. Zuerst verschreckt man ein bisschen, ist echt etwas, weil es könnte überall etwas sein. Alles hoch aufgezogen ist Umschlägerei und nur eine Absicht. Wie kann man wieder einen SVP-Politiker da zur Sau machen und da? Beim Freisinger, der hat scheinbar in seinem Haus, im Keller unten. Sind Sie mal da gesehen, oder? Nein. Hat aufgehängt, in dem Zimmer, eine Fahne, die er gekauft hat, hier in Deutschland. Und ich habe zuerst den Kopf noch mal, als ich dort gehört habe, es seien so schlimme Fahnen, habe ich gemeint, das sei die mit dem Hakenkreuz. Da wäre ja wirklich, birnweich. Aber es ist die Fahne vom alten Deutschen Reich, 1871 ist ja das gegründet worden, bis die abgelöst worden ist durch die Nazi-Fahne. Und dann hat man die ausgemerzt. Also die, an dieser Fahne ist doch nichts Schlimmes, wenn einer. Gut, aber Neonazis sind die. Ja, das hat er nicht gewusst und ich auch nicht. Hat er das wirklich nicht gewusst? Hat sie es gewusst? Ich habe es gewusst, ja. Ja, was? Ja, gute Verkehre, die halt mehr in einem rechtsextremen Kreis als wir. Also ich weiß das auch nicht. Ich weiß auch nicht, was da die Kahlköpfe in Deutschland für einen Schlenker rumträgen. Warum tragen sie um? Ist ja klar, die wollen dann sich Nazi fahren und die dürfen es nicht. Aber ich kenne ja das. Nur weil die selber so eine Fahne haben, ist ja da noch nichts Schlimmes. Das ist, wie mal mir einer gesagt hat, der gehört alle zu den Neonazi, weil er kurz abgeschnittene Haare hat immer. Also Glatze, ja. Ja, nicht, ja die Glatze ist einfach kahl abgehauen. Ich weiß nicht, wie man dem sagt. Da. Ich als Bube hatte das auch gehabt. Dann hat der Vater im Sommer vor allem geschaut, dass alle Buben die abgeschnitten haben. Dann musst du nicht immer zum Coiffeur.
Aber wegen dem, weil jetzt die Serben auch so eine Frisur hat, ist doch nicht jeder, der so eine Frisur hat, ein Nazi. Und ich habe jetzt die Kommentare gelesen von diesen linken Journalisten, die tief im Sumpf sind, weil sie Marxisten sind, aus den 80er Jahren gekommen, wie man jetzt auch sieht, bis zum Chefredakteur vom Tagesanzeiger. Die sind in einer Richtung verhaftet gewesen und zum Teil heute noch verhaftet mit dem ganzen Elend, das der Marxismus brachte, Millionen von Toten, wo also im Nationalsozialismus nichts nachsteht. Die verdecken natürlich ihre Düsterheit von ihren Gedanken und ihrer Anhängerschaft mit sonnigen Sachen. Aber gleich lass das nicht auf die Mentalität von Herrn Freisinger schliessen, wenn er ja, so eine... Ja, ich finde es jetzt ein bisschen komisch, dass ihm die Fahne gefallen und auf... Aber das ist ja ihm seine persönliche Sache, dann soll er das machen. Aber es ist ein dummer Mist, zu sagen, man sieht hier einen Rechtsextremen wegen dem, mit dem hat es nichts zu tun. Gut, der hat auch früher Kontakt im Ausland, da haben wir ihm auch gesagt, wenn du Vizepräsident bist, musst du aufpassen. Das sind natürlich Leute, die EU-kritisch sind. Du darfst nicht mit jedem verkehren, der da ist, weil eben, der Holländer, Motiv der Willems hat er will in die Schweiz lassen. Ja, das ist ja... Meine, mit denen kann man ja reden, das kann man ja, aber mal aufpassen. Es ist einfach... Ich habe ja viel eingeladen ins Ausland, nicht von solchen Leuten, aber auch von anderen. Ich bin immer zurückhaltend. Wir sind Schweizer Politiker. Aber das ist einfach eine Übung, um einen erfolgreichen SVP-Politiker Freisinner zum Sau machen. Und bei mir möglichst genau das Gleiche. Haben wir das in der Fraktion jetzt besprochen? Nein. So Zeug besprechen wir doch nicht. Also wenn wir arbeiten für die Schweiz von morgen bis zum Abend. Wir haben doch uns nicht die Zeit, um mit dem... Der Herr Huber ist es natürlich. Der von Schweizer Fernsehen. Der hat auch, glaube ich, zwei oder drei Filme. Ja, der muss immer einen Film machen und drinnen irgendeine Sentenz, wo er ein himmeltraurig anstellt. Der hat mal einen Film gemacht über mich, wo einfach so viel rausgeschnitten war, dass es einen schlimmen Inhalt hatte. Ich habe mal in einer Versammlung, wo es sehr viele Leute gab, also es war gestossen voll, habe ich gesagt, hört, es kommt nicht darauf an, wie viele Leute das da sind. Wichtig ist, dass man etwas Gescheites sagt und etwas Gescheites hört. Und das kann ich euch sagen, als Pfarrerssohn, kann ich Ihnen das sagen, weil ich irgendwann als Bub dem Vater gesagt habe, stinkt dir das eigentlich nicht, in die Kirche gehen mit den paar Leuten, die da sind? Da hat der Vater gesagt zu mir, du kommst nicht raus, Bub. Es steht in der Bibel, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, bin ich mitten unter euch. Und zwei oder drei hat es immer. Der Pfarrer, der Mesmer und die Organistin. Du siehst, da langt. Das war natürlich ein Witz von mir und vom Vater. Und alle haben gelacht. Dann hat er das gefilmt und ist ins Fernsehen. Da sieht man mich durch eine Masse durchkommen, oben anstehen und sagen: Liebe Frauen und Männer, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, bin ich mitten unter euch und der Vortrag. Vom ganzen Geschichte, wie wenn ich das gesagt hätte und gemeint hätte, ich kriege quasi den lieben Gott. Der neue Messias, ja, ja. Da habe ich viele Leute bekommen, die das Fernsehen geschaut haben, die religiöse, die gesagt haben, das ist ja betätlos, was sie das sagen und so. Aber das ist einer von denen, und da hätte er vielleicht dann nicht müssen in den Keller abnehmen und es näher aufs Kreuz. Ich muss fairerweise sagen, wenn man den Film sieht, dass der Huber hat es auch nicht gemerkt, die Problematik von dieser Fahne. Er hat nicht gewusst. War. Nein, er hat nur gesagt, er ist nicht gefahren. Er ist erst nachher dann... Dort hat es auch so Journalisten. Ja, das stimmt. Erst, ja. Also, aber Fall Freisinger, sagen Sie... Dort hat viele so Linke, die auch froh sind, wenn man nicht über ihre Vergangenheit redet. Genau. Also jetzt haben wir den Fall Freisinger, da stellen Sie sich hinter ihn. Fall Mörgeli, wo plötzlich jetzt eben der Vorwurf kommt, der Herr Mörgeli habe bei Dissertationen durchgelassen, wo einfach eine simple Übersetzung ist. Ja, das ist ja also eine ganz durchsichtige Aktion. Ich muss auch zuerst müssen jetzt anschauen. Herr Mörgeli hat verschiedene Doktoranden gehabt und das hätte er müssen in die Fakultät und das haben die Mediziner auch müssen genehmigen. Und jetzt kommen da Leute, so ein Fernsehjournalist, der sagt, ob das eine würdige Doktorarbeit ist. Und mindestens 12 Mal hat er die Unwahrheit gesagt, der Redakteur. Der hat gesagt,
die haben lediglich Text abgeschrieben und haben für das den Doktor bekommen. Weißt du auch falsch? Keine einzige Dissertation sind Plagiat. Wären ja Plagiat abgeschrieben. Also wie beim Gutenberg, oder? Ja, ja, das wäre, wenn man etwas schreibt, was ein anderer geschrieben hat, abschreibt und nicht beleidigt, oder? Sondern, das sind ja Mediziner. Ich kann es auch nicht beurteilen, die Wissenschaftlichkeit, weil ich bin nicht Mediziner und auch nicht Medizinhistoriker. Die haben alte Texte gehabt, die zum Beispiel in alter deutscher Schrift sind und wo in Althochdeutsch sind oder wo in Latinisch sind oder in anderen Sprachen sind, haben die müssen transferieren in die, also übersetzen, in die, ja, übersetzen, in die heutige Sprache. In die heutige Sprache, das ist schon eine grosse Leistung. Natürlich müssen sie sagen, auf was es beruht. Wenn sie es nicht gemacht hätten, wäre sie, das haben sie alles gemacht. Und dann haben sie es auch noch kurz mit kommentiert, oder? Mit kurzen Bemerkungen. Eben sehr kurz, hat es geheißen. Ja, das Seite, ja. Ja, in der Kürze liegt die Würze. Ja. Also ein langer Text schreiben ist dann viel einfacher als ein kurzer. Das weiss ich mit Reden und so weiter. Also, das ist doch kein Grund. Habe ich erlebt auch als Bundesrat. Einmal habe ich mit zwei Seiten einen 50-seitigen Bericht widerlegt. Und dann hat mir der Bundesrat zugestimmt. Dann hat die Geschäftsprüfungskommission gesagt, da sehen Sie, wie erbrochen sind, hat nur zwei Seiten dran, der hat 50. Der, der 50 Seiten geschrieben hat, der hat weniger Land gebraucht als der, der sie zwei Seiten formuliert hat. Aber dass da Fernsehjournalisten anstehen und sich sagen, die Dissertation ist nichts und so weiter und beurteilen lassen von Leuten, die ja auch nicht in diesem Fach sind, das sind ja Professoren, die das genehmigt haben. Ich kann es auch nicht beurteilen. Aber es hat keinen einzigen eine abgeschriebene Dissertation. Und sie behaupten, sie hätten einen gefunden. Das wissen wir ja nicht, ob das auch... Aber es ist dann einer gekommen, der den Beitrag nicht gesehen hat. Das ist ja wahrscheinlich auch erfunden. Meinen Sie sogar? Also im Hintergrund hat er einen geredet mit verstellter Stimme und gesagt, dass er über ein paar tausend Franken gegeben. Der steht ja nicht an. Jawohl, anonym natürlich. Ja, ja, anonym, der steht ja nicht an. Anonym ist nicht an. Das Problem ist natürlich, wird der Doktortitel verlieren. Jawohl. Ja, also dann soll er verlieren. Wenn er schon anonym steht, muss er ja auch Konsequenzen tragen. Und der sagt, er hätte es nicht können. Das heisst, er war zu schwach als Student. Hätte es nicht können. Dann hat er einen gesucht und ihm ein paar tausend Franken gegeben, die er geschrieben hat. Das gilt für jede Dissertation, dass man die schreiben lassen durch andere. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, so können Sie fast alle Dissertationen zur Sau machen am Fernsehen. Das ist ja durchsichtig, also man hat es gesehen. Die haben jetzt einfach gesagt, wie kann man den Mörgeli in einer zweiten Stufe noch als Wissenschaftler... Ja, wer ist denn der, der im Hintergrund ist? Wo da ja, der Mörgeli hat schon recht. Ich meine, das sind ja Leute von dem linken Milieu an der Universität, wo der SVP-Professor draussen haben. Aber ist er schon draussen, oder? Wer ist denn eigentlich? Ja, sie sind draussen. Die sind ja natürlich Strafverfahren in die da, oder? Also ich meine, aus dem Ecke kommt es ja. Ja, da bin ich überzeugt. Aus welchem, es sind ja scheinbar streng vertrauliche Beurteilungsberichte, haben die in der Hand. Die können ja nur die haben, die da waren. Die können ja nicht andere das rausgeben. Also es ist zum Glück für den Fernsehzuschauer ersichtlich, oder? Das ist ja rein, also für einen, der dissertiert hat, wie ich, ich habe keine medizinhistorische gemacht, ich kann es nicht beurteilen. Aber ich habe meine Dissertation geschrieben. Und was macht man mit der Dissertation? Man kommt ein Thema über, dann muss man nachlesen, was hat der geschrieben, was hat der geschrieben, was hat der geschrieben. Und dann tut man das hier in der Dissertation. Ich habe immer gesagt, man könnte es ja gar kleben oder statt nur abschreiben. Und sagt, wo hat wer was gesagt. Und dann macht man eine Schlussfolgerung. Und die haben jetzt einen Text bekommen, einen medizinischen Text aus früheren Jahrhundert. Und das ist medizinhistorisch. Kann ich das nachvollziehen? Ist das interessant? Und jetzt muss man sagen, das sind ja medizinische Doktor. Das ist ja nicht das gleiche jeder Fakultät ein Doktor. Weil das Hauptexamen für die Mediziner ist Staatsexamen. Darum gibt es Länder, die mit dem Staatsexamen gehen, die gerade einen Doktortitel. Ich glaube, in Österreich macht das, bin ich nicht ganz sicher. Aber bei uns müssen sie noch
eine kleine Arbeit machen und das ist dann der Tochtertitel. Wie hat der Herr Mörgeli, jetzt haben Sie mit ihm telefoniert nach der Sendung? Ja, ich habe mit ihm telefoniert, ich musste wissen, wo ist das und hat zuerst müssen zu einem Computer, meine Frau hat jetzt einen, dann kann sie mir das zeigen. Dann habe ich die Sendung geschwind angenommen, dass ich es beurteilen konnte. Und jetzt ist für mich der Fall klar, oder? Also, und er hat gut reagiert. Also wo der andere noch gesagt hat, am Schluss, da sieht man ja, wo es hin will. Also der Moderator Brotz. Er hat gesagt, ja, Sie sind unglaubwürdig als Historiker und als Politiker, das wollen ja die. Der hat gesagt, so, und treten Sie jetzt zurück, hat er gesagt, sind Sie eigentlich vom Affbissen. Und einer, der so eine Frage stellt am Fernsehen und der so wichtig auftritt und die Dissertation beurteilt, wieso kann er das eigentlich? Also ich könnte es nicht. Und ich habe im Gegensatz zu ihm habe ich einen Doktortitel. Jetzt ist ja interessant, die Causa Mörgeli, wie geht es das weiter? Ja, man muss jetzt einfach den Kampf durchstehen. Das ist ein Kampf gegen einen SVP-Politiker, wo man auswärzen von der Universität. Wir wollen in der Universität vertreten sein und nicht nur die Linken. Bis zu Oberschuhe sind jetzt da nur noch Linke, vor allem bei den Geisteswissenschaften, bei den wirklichen Wissenschaften, da, bei den technischen Wissenschaften, Ingenieur, Chemiker und so weiter, spielt das keine Rolle. Die sagen nicht ob link oder rechts, aber da bei denen, vor allem bei den Historikern, die nehmen die Hälfte die Hände, weil das ist für den Marxismus. Die haben den Marx schon gelesen. Der Marx hat natürlich gesagt, man muss Geschichten entsprechend darstellen. Dann kommt man da als Ziel. Und der Mörgel ist natürlich ein bürgerlicher Politiker, hat die Arbeit immer sehr gut gemacht an der Universität, ist auch gut beurteilt worden. Der hat eine Dissertation, 800 Seiten. Da können Sie sicher sein, da ist jeder Satz überprüft worden, ob ich das ein Plagiat sage. Nichts herausgefunden. Er hat 33 Bücher geschrieben. Er ist sehr, sehr produktiv. Da können Sie sicher sein, das ist alles untersucht worden, nichts herausgefunden. Jetzt gehen Sie auf Dissertanten los, auf seine Doktorschüler. Er hat 60 Schüler betreut. Viel mehr als sein Chef zum Beispiel, sind Sie dem nachgegangen. Und jetzt finden Sie, also das Transkribieren von einem Schriftstück aus dem Alter und das in die heutige Sprache übersetzen und zu formulieren und kommentieren, das ist keine wissenschaftliche Leistung. Dann fragen Sie irgendeine gefragt, haben Sie müssen forschen. Es hat doch noch nie ein Dissertant etwas geforscht. Ein so ein Stumpfsinn. Jawohl, es sicher schon einen geben. Ja, vielleicht hätte es wohl, vielleicht der Albert Einstein hätte hier schon etwas gemacht, das weiss ich nicht. Aber die Dissertationen sind untersuchen, ein Thema behandeln und man ist als Student noch nicht. Also muss man lesen, was sagen die, was sagt der, wenn man das abweckt und wie ist das? Also so habe ich es auch verstanden als Dissertation und ich habe meine Dissertation, das ist mein einziges Buch, das ich geschrieben habe und das einzige, das verkauft worden ist. Das ist also nicht mehr greifbar, weil das ist wertvoll gewesen für die Leute im Planungsrecht. Ich habe über Planungsrecht geschrieben und... Aber ich glaube, es hat mal eine Gemeinsversammlung gegeben, wo alles abgelehnt worden ist. Gegen Sie, mit Begründung von Ihrer Dissertation. Nicht in der Gemeindeversammlung, aber im Gemeinderat. Da habe ich im Gemeinderat gesagt, also das dürfte eine Weisung ist es gewesen, vom Raumplanungsamt in Zürich. Und ich habe gesagt, das dürfte es. Im Mai ist er noch gesehen, ja, das sollen Sie nicht annehmen. Da haben wir in der Gemeinde gesehen, das anders. Man müsse es so machen, wie wir wollen. Dann hat man das geschrieben. Dann hat der Chef vom Raumplanungsamt geschrieben. Sie sagen nicht einverstanden. Er bringt jetzt hier die Begründung und hat, glaube ich, 5-mal in dem Brief geschrieben, wie schon Blocher in seiner Dissertation schreibt, muss man das so und so anschauen. Und ich habe gesagt, hätte ich nur nie eine Dissertation geschrieben, wenn ich wüsste, dass jetzt noch die da so auslegen. Aber es ist auch einer, der mich kennt. Ich habe mit dem studiert, der hat das extra gemacht. Aber nicht, dass der Beitritt von Europa, zu Europa plötzlich einer von Ihrer Dissertation begründet wird? Nein. Ja. Also da muss ich keine Angst haben. Ja. Dort habe ich, glaube ich, nie einen Satz gemacht, der so
zwiespältig wäre, dass man noch das könnte auslegen könnte. Also, das Thema war Freisinger und Mörgeli. Sie stehen gut, also 100% hinter beiden. Ja, natürlich. Beibige Typen sind das. Und da die Nieder und da die Linken, die natürlich Futter suchen, die haben da kein Brot. Natürlich bin ich auch zuerst, als ich gehört habe, was ist wieder los? Weil wir haben ja Leute. Also, wir schauen mal an. Also, Fahnen haben sie da keine Aufmerksamkeit. Nein, nein. Wir sind jetzt auch schon überall in ihrem Haus. Ja. Und aus dem Ofen da, aus dem 18. Jahrhundert, kann man jetzt auch nichts ableiten. Da sind ja Tugenden drauf. Also, ich wüsste jetzt nicht. Und der Hodler ist glaube auch unverdächtig. Aha. Aber der war natürlich auch nicht nur ein guter Mensch. Gewesen. Der ist schon gar nicht, oder? Also, ich glaube, mit Frauen hat er ein Riesenproblem gehabt. Ja, da können wir ein anderes Mal noch diskutieren. Ja, gut. Ja, ja. Also, wünsche ich Ihnen schöne Ostern. Die Eilid, machen Sie die eigentlich auf? Die sind ja sehr kunstvoll bemalt. Ja, das sind die Frauen, die sind leer. Ja, sind alle leer, ja. Ja, ja. Gut, dann nehmen Sie irgendwie die Inhalte. Aber Zellerkunst, ja. Dinge, also da ist es schön gemacht, oder? Und, nein, also. Ich habe sehr Freude an diesen Sachen. Ich meine, so eine Osterei und das bemalen, das ist doch wirklich etwas Schönes. Aber das ist nicht meine Tätigkeit. Also, da müssen wir es, glaube ich, nicht. Es ist sehr schön, wenn ich es nicht mehr mache. Okay, also das war Osterwoch von Ihnen. Ich wünsche Ihnen schöne Ostern. Wir sehen uns natürlich wieder nächste Woche gleiche Zeit. Dele Blocher und wie gesagt, ich wünsche auch allen eine frohe Ostern. Gibt es irgendeinen religiösen Spruch oder so etwas? Ja, wir kennen ja den schon Lampen bringen. Keine Angst, es geht auf Ostern. Ostern ist an sich der wichtigste christliche Feiertag. Das ist die Auferstehung. Das ist der Trost. Und darum die Magd, die deutsche Magd, die allen Kindern und alle, die zu und die sind ja lebenslang da gewesen, sorgen können, hätte sie einfach immer können sagen. Keine Angst, es geht auf Ostern. Und es geht auch immer auf Ostern. Das war also das Schlusswort und das Osterwort dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.